Achso, wann gibt's denn Dark Souls? Ach hier, ja. Gar nicht. Leider halt gar nicht, genau, was Vicky sagt. Nein, es wird schon Tag. Jetzt finde ich es uncool, dass es Tag wird. Weil den Geist will ich sie ja noch haben. Hühnchen flatter. Na, da ist er doch noch. Der Geist ist noch da. Oh, wow. Bin viel zu weit oben. Es wird wehtun. Au, au, au. Oh, gut. Doch nicht so. Ach komm, ist der Geist jetzt weg, weil es Tag ist? Ach, was ein Kack. Da war ich echt ein paar Sekunden zu langsam, ne? Das ist ja nervig. Naja, dann kann ich jetzt ganz kurz nochmal an den Laden. Mann! Und im PvP bekommt man wieder aufs Maul, da andere schon viel weiter sind. Nicht unbedingt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gerade bei Dark Souls ist, dass du eigentlich nur im New Game Plus invadiert wirst. Im ersten Spiel hast du eigentlich deine Ruhe. Du kannst es außerdem auf Offline stellen. Kannst du dann nachleveln. Weil es geht ja wieder nach Soul Level und nicht nach Soul Memory. Ganz genau. Das finde ich cool. Fehlt nur noch, dass das Huhn ein Ei verliert, ja. So wie in Resident Evil. Was ist denn jetzt die Brücke? Das müsste irgendwo im Osten sein, hieß es, ne? Kann ich was spenden, haben sie gesagt. Sie musste hingehen, haben sie gesagt. Macht das, haben sie gesagt. Oh, die machen gerade hier Alarm. Da geht's gerade los. Da darf ich jetzt vielleicht rein? Danke. Ich bitte um Entschuldigung, du kommst... Halt die Schnauze. Warum? Die haben auch immer nur auf, wann sie Bock haben, ne? Ist wie bei uns hier der Frozen-Joghurt-Laden, ne? Die haben immer nur auf, wann sie Bock haben. Da hängt auch wirklich kein Schild dran, wann die geöffnet haben. Die machen auf, wann sie lustig sind. Das ist echt so. Du musst das einfach für die X-Bomb kaufen. War das nicht mit der Ostbrücke? Da ist doch die Ostbrücke. Nee. Ist nicht... Hey, Leute, ich verstehe das nicht. Wo war die Brücke? Way. Vorsicht. Muss ich da im Süden raus? Ich war im Süden noch gar nicht. Von Hyrule-Stadt. Hyrule. Weg, 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 weg. Was beim Soul-Level hat man das Problem, dass PvP-Spieler das möglichst niedrig halten und ihre Ausrüstung so gut wie möglich pimpen. Ja gut, das kannst du ja auch tun, das ist ja das. Also, wie gesagt, ich finde... Ich schmeiß dir gleich eine Vase an den Kopf. Ich find's echt okay, sag ich mal, weil man kann's ja selber machen. Wenn nicht, spielst du halt offline, oder... Nutzt halt keinen Ember, weil ich glaube, Ember, das verstärkt ja quasi das Invaden. Ah, hier war ich gar nicht. Guck mal. Hier war ich noch nicht. Was ist das mit der Spende für die Brücke? Oh, Panduras. Also ich würde Dark Souls echt nur mit Gamepad spielen, ne? Ohne ist nicht so. Glaube mir. Ich würde sogar fast sagen, es ist Pflicht, dass man das spielt. Mit Gamepad. Jetzt sind wir alle. Oh, wie viele Krähen. Wie viele Krähen. Nee, finde ich auch bei Dark Souls 2 haben sie echt Mist gebaut mit dem Soul Memory. So ein Quatsch. Mit dem Greifhaken kann ich mich an die Truhe ziehen? Okay. Oh, ich habe was glitzern gehört. Da oben. Ah, wie viel denn noch? Oh. Das nimmt immer kein Ende hier. Wie viele Dinger kommen da noch runter?
Was? Spende für die Brücke in Marons Laden in Kakariko. Ach so, Mundus, danke. Bei dem kleinen Metal Baby, ne? Oha. Gruseliger Steinkreis. Kommt. Au. Ist ja gar nichts. Ja, alle erwischt. Das ist ein Käfer. Oha, da regnet es Rubine. Geil. Ganz viele Rubine. Wo ist der Käfer hin? Ist da hochgeflogen, ne? Ich hab ihn. Nee, komm her. Krieg dich. Na, nein, nein. Wo ist er hin? Wow, ich hab ihn verloren. Da ist er. Käfer, Käfer, Käfer. Komm her. Ja, ich hab den Käfer. Ein Marienkäfer männlich. Ja, von der ganzen Lore bekommt man, glaube ich, nur was mit, wenn man wirklich sucht. Na, mein Freund. Oh, bist du etwa der Mensch, von dem die anderen Goronen berichtet haben? Aber schau dir mal diesen Felsen an, ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat. Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwa hier durch? Wenn ich etwas Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, sprich mich ruhig nochmal an. Warum komme ich denn noch eine Flasche her, ist die Frage, weil ich will jetzt meine Feen nicht opfern, ehrlich gesagt. Oh, da vorne ist der Wolf. Der Wolf, da kann ich wieder was lernen. Und ein Greifhaken. Platz ist hier. Die Frage ist nur, was soll ich da? Oha. Das sind mehrere. Kiffer, Kiffer, Kiffer. Die Kiffer-Lady. Ja, ich weiß. Die freut sich. Jemand schon Erfahrung mit dem Steam-Controller gemacht? Nee, ich noch nicht. Ich werde mir auch nicht holen. Das ist nicht so meins mit so zwei Schaltflächen halt, wo ich da rumrutsche. Au. Mein Freund. Und wieder begegnen wir uns. Die nächste okkulte Kunst, die ich dich lehre, ist die beste von allen. Allerdings wird sie dich enorme Kraft kosten. Na klar, werden wir sie lernen. So soll ich sein. Aber zuvor zeige mir, ob du den Rundumhieb beherrschst, den ich dich letztes Mal gelehrt habe. Greif mich an. Nein, das war falsch. Nein. Na, Link. Komm mal, ich drücke links. Jetzt macht er wieder nicht. Jaha. Guck mal, ich drück rechts. Dass die Kamera sich immer ändert, ist total bescheuert. Guck, es ist so doof. Es ist so doof. Ja, pff. Ja, das, wie haben die sich das gedacht? Dass die Kamera immer wieder den ganzen... Och ja. Das ist bescheuert. Sehr gut, ja. Also dann, die vierte okkulte Kunst, der Helmspalter. Das soll die beste sein, ja? Bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit dem Rundumhieb auf ihre Rückseite zu gelangen. Solche Gegner stößt man zunächst mit einer Schildattacke zurück und gleich darauf drückst du A. So schwingst du von oben kommend dein Schwert über dem Kopf deines Gegners und triffst ihn von hinten, während du auf ihn herabsaust. Oh, wow. Das ist der Helmspalter. Versuch's mal. Das ist cool. Ding. Wow. Ah, okay. Nett. Hm, das war gut. Vergiss nicht, direkt nach der Schildattacke A zu drücken. Damit hast du die vierte okkulte Kunst, den Helmspalter, erlernt. Krass. Du hast die vierte okkulte Kunst gelernt. Ja, was nun? Es gibt nur noch drei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Ah, ich ziehe jetzt das Kabel ab, das nervt. Das ist...
kann nicht richtig lenken, wenn die ganze Zeit ein Kabel darüber liegt, über das Gamepad, über dem Analogstick. So, dann haben wir das. Dann gehe ich nochmal ganz kurz nach Kakariko. Und werde mal was spenden für den kleinen jungen Mann. Ciao, Phil. Vieh. Philipp, ciao. Achso, ich wollte ja gucken, was dem Zora-Jungen, wie das jetzt weitergeht mit ihm, ne? Oh, guck mal, ein kleines Kind. Ach, du bist's. Es geht dem kleinen Zora zwar wieder gut, aber er wirkt irgendwie deprimiert. Er macht keinerlei Anstalten, sich mit uns anzufreunden, rennt immer nur zum Friedhof. Naja, vielleicht weil seine Mutter tot ist. Das Mafia-Baby, oh. Oh Gott, das sieht gruselig aus. Willkommen im Maromarkt! Die Leute sagen, einer der Läden in Hyrule-Stadt betreibt Wucher und die Bewohner leiden darunter. Aber um den Bewohnern in ihrer Not zu helfen, haben wir das Team von Maromarkt einen Rettungsplan erstellt. Nun, zunächst müssen wir die zerstörte Brücke vom Ostteil der Stadt zur Ebene reparieren, um den Transport sicherzustellen. Und dann werden wir den Laden in Hyrule-Stadt kaufen und die Waren billiger anbieten. Aber wir haben ein Problem. Unser Kapital für die Eröffnung des neuen Ladens reicht leider nicht ganz aus. Leiste auch du deinen Beitrag zum Unterstützungsfonds für den Laden in Hyrule Stadt. Ist doch für die armen Leute dort. Ja. Für die Reparatur der Brücke, zur Sicherung der Lieferung nach Hyrule Stadt brauchen wir nur noch 1000 Rubine. Ja, willst du deinen Beitrag leisten? Oh, ich kann 300 erstmal, ne? 350. Ja, 650 Rubine, danke für deine Hilfe. Ich will nicht mit Mafia-Baby reden, das macht mir Angst. Kiste im Brunnen, Greifhaken? Was? Achso, verdammt, habe ich vergessen. Irgend. Ja, mache ich gleich noch. Ich wollte sowieso nochmal nach. Erstmal mit Zora, mit dem Zora-Jungen. Dann gehe ich nochmal nach Hyrule. Und dann gehen wir weiter zu den Hylia-Wasserfällen. Zum Hylia-See. Ja, wenigstens keine 50er-Schritte, das finde ich auch gut. Das hat echt genervt. Dass man nicht gleich sagen kann, hier 1000 hast du, da. So, der ist am Friedhof. Wo ist er denn? Ist er da durchgekrabbelt? Der ist da, ja, da sitzt er doch, oder? Ich sehe ihn schon. Oh, der arme Junge. Vollweise, ne? Aber ihm geht's wieder einigermaßen gut. Du bist Bruga, nicht wahr? Meine dahingeschiedene Mutter ist mir im Traum erschienen und zeigte mir deine Gestalt. Sie sagte, dass ein Held namens Bruga die Zoras und auch mich selbst gerettet hat. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn ich dir irgendwie nützlich sein kann, lass es mich wissen. Jederzeit. Bitte. Na, Bruga. Ich weiß gar nicht, wie ich dir helfen könnte. Ich konnte ja noch nicht einmal den Auftrag meiner Mutter zu ihrer Zufriedenheit erfüllen. Ganz anders als meine Mutter habe ich nicht die geringste Fähigkeit, den Platz des Königs einzunehmen. Ja. Na gut, dann hat sich das schon erledigt mit dem Bub. Miau. Hallo? Oh, die Wasserbomben. Ganz vergessen. Zück. Komm, mach kaputt. Das war's schon. So, na dann. Grausames Game. Hallo? Zieh dich mal hoch. Rudeck ans Wasser. Ach, das Quellwasser. Ach. Bup, 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 bup. Ach Mann, ich will aber nicht das Ding verbrauchen. Ja. Achso, warte. Ich bin zu faul, ich mach das jetzt so. Haha. Einfach mal rüber. Das ist das Beste der drei Witcher-Spiele. Ja, also Witcher 3. Beste. Beste. Ich hab's nicht umsonst auf mir verewigt. Also generell, Witcher. Hui. Quellwasser. Nein, das ist Wasser. Was ist denn richtiges Quellwasser jetzt bitte?
Was da vorne? Verstehe ich jetzt nicht. Was ist Quellwasser? Oder muss ich das von der heißen Quelle oben? Ich muss bestimmt das von der heißen Quelle, ne? Der Todesberg. Was? Bei da vorne? Och nein. Die mögen das, glaube ich, auch nicht, wenn ich jetzt hier, ne? Mist, wie komme ich da jetzt hin, ohne dass die mich rausschmeißen? Ah, so geht's. Wasser aus einer Quelle. Ja, natürlich. Feuerfest. Ich weiß, was Quellwasser ist, aber... Oh, war da nicht was? Brachte ich nochmal das hier weg. Ich muss darüber. Willst du mich werfen? Kannst du mich werfen, Kumpel? Ja, wirf mich. Das musst du nämlich abliefern, bevor es kalt ist. Okay. Das Wasser aus... Wow. Was? Wollte ich schon mal Plätze? Warum? Ich kann doch schnell reisen. Man kann sich nicht porten? Oh wow. Jetzt ist da wieder kalt oder was? Das Wasser. Das ist ja doof. Quellwasser! Trink es, solange es warm ist, um da all deine Herzen wieder aufzufüllen. Ach nein. Ich sehe noch sehr frisch aus, danke. Nein, bis morgen früh mache ich nicht durch. Um 10 ist Schluss, weil Lia muss morgen sehr früh raus, weil sie morgen arbeiten muss. Nein, Geralt kommt nicht aus Riva, das wird in einem Buch gesagt. Der hat immer nur gesagt, er kommt aus Riva, weil halt dann die Fragerei aufhört, wo er herkommt in Wirklichkeit. Okay, dann muss ich mich wohl beeilen. Wenn ich nicht laufen darf. Darf ich mich wenigstens verwandeln in Wolf? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Au, nein, 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 schnell. Warte mal, ich versuch's mal. Sprinte! Ja, abends geht's nach Düsseldorf. Wir freuen uns schon voll. Das wird super. Das ist immer richtig angenehm bei denen. Im Zack. Plätze! Monster, nichts wie weg hier. Och ja. Mein Gott, bin ich durch. Plätze ist da vorne. Na, ich will nicht. Was stand da? 100 Rubine? Ist egal. Keine Zeit. Ich weiß auch nicht, wie lange das Wasser noch warm ist. Man sieht's hier nicht. Plätze lässt mich nicht im Stich, auch wenn ich aussehe wie ein Monster. Dafür peitsche ich sie auch schön. Hm. Da mag sie. Oh oh. Warte mal. Na, dreh dich doch. Wenn ich unten lang gehe, geht's schneller, oder? Na, ich hoffe es doch. Oh Gott. Nee, warte mal. Westlich. Westlich in die Stadt.
Sorry, ich muss dich ein bisschen peitschen, Plätze. Aber wir haben nicht so viel Zeit. Ich habe nur einen Pfeil, sehe ich gerade. Ups. Komm, schneller aufladen. Ist noch warm, glaube ich, das Wasser. Oh nein, die Brücke ist ja futsch. Ah. Boah, jetzt schaffe ich sie eh nicht mehr, oder? Kacke. Stimmt, die östliche Brücke, ne? Ah. Noch ist es... Sieht aus wie Quellwasser noch im Inventar. Also wie... Es ist so ein bisschen hell. Nicht so dunkelblaues... Hellblaues Wasser. Das ist echt Quatsch, weil Wasser hat keine Farbe. Es wird nur... Es reflektiert nur... Oder es spiegelt den Himmel quasi. Deswegen sagt man ja, Wasser ist blau. Dann ist es halt besonders sauber. Man hat keine Pigmente, die es halt... ja, verdrecken. Ja, ich weiß, ich kann die Brücke reparieren lassen, aber es... Ich mach's jetzt so. Das wird eh nicht mehr reichen, glaube ich. Leute. Du erst formell starten musst? Echt? Der sagte doch, er will nur Quellwasser haben, oder? Oha. Es gibt auch Unwetter hier? Das wusste ich ja gar nicht. Oh, letzte Vorsicht. Da war noch ein Insekt am Baum. Das ist echt voll gemein. Ich schlag die ganze Zeit dem Pferd auf den Arsch, ne? Das will keiner. Naja, manche schon. Where's the music? Oh, da oben ist wieder ein Haken. Und da ist ein Geist da oben. Wow, da muss ich mir merken. Ich kenn... Wow, was war das? Einfach mal drüber rennen. Was auch immer es ist. Immer noch hellblau das Wasser. Keine Ahnung, wie lange das hält. Ein Fass, das Link auf den Kopf transportiert. Ich finde es auch nicht besonders appetitlich, dass das. Ne, dass er das hier rumträgt. Und die anderen, die haben da schon drin gebadet und ich kann es saufen. Die Badewasser. Die Quellwasserquest geht anders? Och nee. Guck mal, es wird schon wieder Abend, weißt du? Der Laden hat 100% schon wieder zu. Mann. Immer dieser Kackladen, wo ich unbedingt rein will. Ja, plötzlich kann ich nicht rein, ne? Hab ich mir schon gedacht. Hm. Okay, das ist ja doof. Da muss ich die Quest wirklich anders machen, ha? Aber wie? Der hat doch gesagt, bring mir Quellwasser. Und das wollte ich machen. Das geht nicht. Die Brücke repariert, dann den Geronen ansprechen. Haha, toll, dann kann ich es auch gleich lassen. Warte mal. Ist der Laden jetzt endlich... Wann hat dieser blöde Laden eigentlich auf, bitte? Der hat nie auf, ne? Immer komme ich zur falschen Zeit. Halt die Backen! Ah, ich will dich töten. Ich gehe nochmal zur Käfer-Tussi. Ich gebe mir noch ein bisschen Geld. Dann gehe ich noch was spenden und dann... Das ist so ätzend. Au. Oh, die Spinatwachtel. Ach, da ist er doch. Prinzessin Agneta. Lass mich rein. Ach, Mann. Habe ich ein Pärchen? Dann müsste ich jetzt ja 150 kriegen wieder. Kranke Missy. Nee, ich habe leider kein Pärchen. Doch, ich habe Libellenpärchen. Ah. 14 Insekten nur noch. Oh, jetzt freut sie sich, weil sie ein Pärchen hat. Hat sie ihr Kleid gewechselt? Achtest du auf sowas? 13 Insekten, ja. Ich habe schon fast die Hälfte. Ich müsste es eigentlich wieder klauen und die ja wieder verkaufen. Guck mal, ich hab wieder... Ich hab wieder, ne?
Ja, ich weiß, ich habe schon genug von der Mainquest gemacht. Lasst mich. Hier kriege ich bestimmt nur ein Herzteil bei dem Zirkus, ne? Oh Mann, das ist doof. Wenn ich hier mit Maus und Tastatur zielen könnte, mit meinem Enterhaken, dann... Ja, dann hätte ich es geschafft. Da. Ganz genau, ich kann spielen, wie ich will. Nee, es macht Spaß, man hat hier echt viel zu tun und das finde ich gut. Ist nicht so, dass man hier nur die Mainquest abackert und dann war's das, ne? Ist ein sehr langes Spiel und das finde ich immer bei sowas hier, wenn es mir Spaß macht, sehr gut. Nervt mich hier. Och, toll. Jetzt kommen die Geier und nerven mich wieder. Warp und... Wow. Gibt ja gleich Warp unmöglich. Böse Viecher. Warum sind ja eigentlich alle Gegner oder beziehungsweise alle Viecher so aggressiv? Warum ist der... Wow. Hä? Lag da oben noch was? Nö. Hab ich doch geholt. Jetzt geht's wieder. Noch nicht für den, ich könnte es aber auch so schaffen, ganz ehrlich. Wenn ich ein bisschen besser zielen würde, dann... Oder? Dann würde ich es schaffen. Ja. Wir haben viel geschafft, das stimmt. Minigames, Käferlady. Käfertussi. Ach, warte mal, jetzt hole ich mir echt nochmal ganz kurz. So, Leute, jetzt muss ich hier ganz kurz Exkurs. Sorry. Aber jetzt bin ich gerade hier. Hole ich mir noch den Geist da vorne, bevor es wieder Tag wird, ne? Ich finde das mit dem Geist wichtig. Gehört dazu. Gehört alles dazu. Warum haben die alle so eine Wampe? Hey Bro, das war der erste Stream, den ich mir angeschaut habe. Danke! Was? Ich gammel fiebrig im Bett, du hast mir eine Tacke. Oh, das freut mich. Das freut mich echt. Das ist schön. Deswegen mache ich das ja auch. Und um reich zu werden, natürlich. Aber mit dem Reichwerden hat es noch nicht so ganz geklappt. Mal gucken. So, na. Komm her, Hähnchen. Danke. Ich versuche jetzt nochmal ganz oben hinzukommen. Sie zeigt es ihm gerade richtig, was? Was, Lea? Was? Schatz, was ist da los? Oh, ich hab dich davon abgehalten zu putzen. Das tut mir leid. Man sieht's hier so fantastisch. Nein! Ach komm. Das war so knapp. Aber vielleicht klappt's ja auch so. Warte. Ich locke mal runter den blöden Geist. Hallo. Irgendwie muss es doch klappen. Nein. Mist. Irgendwie runterlocken können, das Vieh, ne? Stört ihn gar nicht. Mann. Das ist so ein dummer Geist. Funktioniert der Griff von Midna? Ne, ich glaube nicht. So weit komme ich ja nicht mehr mit dem Griff. Ich muss ja auch wieder springen, weißt du? Also er muss ja physisch da hochkommen. Ist ja nicht nur Midna, die markiert die ja nur für mich und ich führe dann quasi diese Markierung nur aus. Naja, schade.
the fuck, Barbecue Mann? Du hattest Zeitreise-Elemente, Hallus? Ach du, Fieber oder was? Ich hatte auch schon mal Halluzinationen von Fieber als Kind. Da hatte ich Angina, das war nicht gut. Da habe ich irgendwie ganz komische Sachen gesehen. Da hat sich der Raum gedreht und Sachen sind auf mich zugeflogen. Das, boah. Fieberhalluzinationen sind scheiße. Ja, gute Besserung. Sind ein paar krank, ne, von euch. Gute Besserung, Leute. Hm, noch mehr Hühnchen. Da drüben ist auch noch ein Geist. Den habe ich wieder... Ich habe mir noch alle geholt, sag mal. Da oben muss ich auch noch hin, da wo die Schlangen sind. Die komischen Dinger. Ich kann nach unten lenken. Ach, guck mal, ich drücke einfach nach hinten, dann geht das schon. Wow. Danke. Danke für den Tipp. Ist ja unglaublich. Aber ich will ja eh nur dahin. Hallo, Geist. Au. Gib mir deine Seele. Nam, nam, nam. Aber wer sie immer hochhält und sich freut. Wie so ein Hund, der eine Beute gesammelt hat. Hä, au, hä, au. Da oben ist wieder einer, seht ihr? Da leuchtet was. Da muss ich schnell hin. Den holen wir uns noch. Nicer Dicer. Hallo Demigod, grüß dich. Auch mal wieder da. Was? Link Wow Wow. Ich will den Link Wow Wow kuscheln. Ja, der guckt so nett immer. Der freut sich immer voll. Nein, es wird schon wieder Tag. Es ist doch ätzend. Warum geht hier der Tag so schnell vorbei, wenn man es nicht will? Komm, den kriege ich noch. Komm her, blöder Geist. Ist noch nicht so spät. Komm her. Komm her. Einmal habe ich noch. Au. Hm. Gib mir deine Seele. Ja. Was zur Hölle? Der ist gerade verschwunden. Wow. Was für ein Scheiß. Es war doch echt noch Zeit. Ich hasse den Tag. Das ist doch... Mir geht's gut. Wie geht's dir, Demigod? Ich streame jetzt schon 9 Stunden. Mir geht's gut. Alles gut. Ich habe keine Probleme. Alles gut. Oh nein. Mann, diese dumme... Oh, daneben ist er. Ah, ich war schon richtig. Ja, war ich schon richtig. Das war echt fies, oder? Ich habe die Kugel schon im Maul gehabt und dann sagte er, nein, hahaha, es ist Tag, du hast Pech gehabt. Und jetzt wird's hier voll milchweiß, alles. Ist ja eklig. Ja, eine Viertelstunde, jetzt hol ich mir schnell einen Schattenspiegel, dann ist gut, ne? Dauert ja nicht lang. So, ach, da oben ist ja auch noch, wie weit geht's denn da rauf, sag mal? Ist er da oben vielleicht, der Alte? Ne, da unten muss er. Nö, ja, nein, vielleicht. Ich glaube doch, der ist hier oben drauf. Ja, schubst ihn runter, Link. Ich dachte mir schon, dass du langsam kommen müsstest. Ach du. Du bist doch Bruga, oder? Du kennst sicherlich Thelma. Ich bin oft bei ihr im Laden. Man nennt mich Raffler. Das ist ein komischer Name. Ich habe von ihr so einiges über deine Taten gehört. Ich wusste, dass ein mutiger junger Mann wie du früher oder später von den Ereignissen in der Wüste hören und hier auftauchen würde. Seitdem stehe ich hier, seit Wochen. Und, täusche ich mich? Bruga, wusstest du eigentlich schon... Früher gab es in der Gerudo-Wüste eine Burg, wo ein zur Höchststrafe verurteilter Schwerverbrecher hingerichtet werden sollte. Das heißt, dieser Verbrecher wurde mit Hilfe eines verwunschenen Spiegels auf direktem Weg ins Jenseits befördert. Jetzt ist die Burg verschlossen und auch der Weg in die Gerudo-Wüste ist versperrt. Nur eine Wüste am Rand der bekannten Welt. In dieser Wüste befindet sich jener Spiegel und die Rachegeister der Verurteilten. Oh Mann, das ist doof. Person, die mich angewispert hat. Aber jetzt... Ich denke, das Unheil, das über Hyrule gekommen ist, hat in jener Wüste begonnen. Deshalb werde ich sie genauer untersuchen. Und du, Bruga, was planst du jetzt zu tun? Aber hoffentlich hast du trotzdem Spaß, hierbei zuzugucken. Willst du etwas selbst in die Wüste gehen, und die Zustände dort mit eigenen Augen sehen?
Ach, wirklich? Nun, dann werde ich dir helfen, soweit es in meinen Kräften liegt. Bitte übergib dies Tobi. Er betreibt einen Freizeitpark am Hyliasee, nicht weit von hier. Raffels Notiz, sie ist für Tobi bestimmt, den du am Hyliasee findest. Leg sie auf, um sie zu zeigen. Ja. Es gibt da diesen Menschen, Tobi heißt er. Ich habe ihm einmal sehr geholfen und er steht in meiner Schuld. Überlass das Weitere ihm. Er wird alle nötigen Schritte in die Wege leiten. Ja, der wird mich wahrscheinlich mit der Kanone darüber schießen, ne? So macht er das. Ich möchte echt gerne noch darüber fliegen. Naja. Wow. Wäh. Link, der kann das halt. Okay, die Papiere. Oh, das ist das erste Item, das auf meinem Kreis unten liegt. Man hat ja nur Quadrate hier im Inventar und ich habe einen Kreis unten rechts und das ist jetzt das Papier. Der hat Mords, die riesigen Pupillen. Ja, deswegen wird er auch schon tagelang da sein. Der hat bestimmt Aufputschmittel genommen. Der muss nicht schlafen, der steht da schon Wochen. Wochen steht er da schon und wartet, bis Link kommt. Ah, du bist endlich da. Ja. Du bist Tobi, ne? Oh Mann, da bist du ja wieder. Nein, will ich nicht. Was für eine Verschwendung. Wusch. Das bringt nichts. Was? Ist das Tobi? Wer ist denn Tobi? Der oben war ja Dumnus, oder wie der heißt, ne? Ist das hier nicht Tobi? Am Hyliasee. Ich bin am... Ich verstehe es nicht. Der creepy Clown, ja. Ein Drogenkind. Ich hole mir jetzt die Kiste. Ein Hühnchen. Zum Glück habe ich immer so ein bisschen Geld dabei, da ich mir wieder hier was... Der ist so creepy, ey. Warte. Das bringt nichts. Wow. Ein bisschen creepy ist das Spiel ja schon. Ja, die Charaktere sind sehr abgefahren. Aber ich glaube, als Kind siehst du sowas auch anders. Wenn man sowas jung spielt, dann ist das alles nicht creepy, sondern ist vielleicht alles nur ein bisschen haha lustig. Guck mal. Weißt du nicht, ne? Hätten die jetzt auch noch? Nö. Bock, bock, bock. Oh, das schaffe ich doch locker hier an die Kiste. Da steht noch eine kleine Kiste. Und da ist noch was zum Festhalten. Ah, da brauche ich bestimmt diesen Doppelhaken, oder? Von dem ihr schon gesagt habt, da, dass das da ist. Oh nein, 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 nein. Oh! Einfach perfekt. Ich sag jetzt gar nichts. Weil Rubine sind geil. Wie Sau. Geil wie Sau. Ich habe eher auf ein Herzteil gehofft. Oh ne. Wop. Flop. Da ist bestimmt auch noch Herz drin. Oder also hier Herz. Herzteil bestimmt nicht, aber nur Geld. Bionic Commando spielt, ne? Okay, Majora's Mask ist dagegen ein krasses Horrorspiel. Okay. Was ist denn jetzt hier der Tobi, Mensch? Da ist auch nochmal eine Plattform. Interessant. Wisst ihr das, Leute? Wo ist dieser Tobi? Am Hyliasee. Ach, da ist er doch. Guck mal, da. Tobi. Der ist aber oben. Der schießt mich da hoch, ne? So, da schießt der mich hoch, oder? Ja. Und ich muss aber... Nee, doch. Ich muss da hoch zu Tobi. Hä? Da. Tobi ist unter der Kanone. Nee, Tobi ist der mit der Kanone. Hä? Dem habe ich doch das Papier gezeigt. Der sagte, ist nicht. Okay. Habe ich ganz vergessen, dass der Tobi heißt. Danke. Dann werde ich dem noch die Papiere ein paar Mal zeigen. Hm. Die NPCs in der Hauptstadt haben mich lange sehr gut unterhalten. Ja, von Majora's Mask würde ich mir vielleicht auch ein Remake wünschen irgendwann. Dann würde ich das auch spielen, klar. So, ja, Zelda ist gerade geil. Hab gerade Bock auf Zelda. Reparaturservice? Okay. Ich zeige ihm erstmal die Papiere. Vielleicht sagt er dann ja. Lass mich rauf. Hier, ins Gesicht. Ha! Das ist doch vom alten Raffler. Pah, dem alten kann man einfach nicht widersprechen, oder? Oase, ja.
Na, da kann man wohl nichts machen. Na gut, dann bereiten wir dich mal für den Sonderflug vor. Also gut, den Flugpreis bekommst du diesmal erlassen. Was ist? Soll es sofort losgehen? Na gut, na gut. Aber einen Freiflug bekommst du nur dieses Mal. Also dann, guten Flug. Einmal Oase hier entlang, bitte. Das ist bestimmt wieder dieselbe Animation, aber wir gucken es uns mal an. Ja, okay, wir gucken es uns nicht an. Ich finde das Lied creepy. Für Majora's Mask gibt es ein Remake auf dem 3DS, Sidian. Vielleicht. Ich habe ja so ein Gerät gekriegt. So ein Capture-Gerät. Hier ist ja gar nichts. Ich hätte gedacht, wenigstens irgendwie... Bruger, warte! Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Erinnerst du dich noch, was uns der Lichtgeist über den Schattenkristall erzählt hat? Was meinst du, was aus den Leuten geworden ist, die mit ihrer Magie das Heilige Reich beherrschen wollten? Sie sind aus Hyrule vertrieben worden. Unsere Göttinnen haben sie an einen geheimen Ort verbannt. Nee, keine Capture-Karte. Ich habe da so ein Gerät, NPM. Aber ich darf es nicht zeigen, das ist Embargo. Also da... Der Ort ihrer Verbannung war das genaue Gegenteil von diesem Hyrule. Es war eine düstere Welt, in der nie die Sonne scheint. Von dieser Welt voll Schatten aus war es unmöglich, die Welt des Lichts zu erreichen. Und den Wesen jenes Schattenreichs war es auch gar nicht erlaubt, war es gar nicht erlaubt, in die lichte Welt zurückzukehren. Sie waren dazu verflucht, als Schatten von Hyrule auf ewig in der Dunkelheit zu leben. Das ist die Geschichte des Schattenvolks, so wie sie bei uns überliefert wird. Jetzt ist dir klar, was ich bin, oder? Oh, sie ist... Jawohl, ich bin ein Nachfahre der Verbannten. Seit vielen Generationen schon leben wir im Schattenreich. Ja gut, dann kann sie ja echt nichts mehr für. Ich meine, die ist ja gut, ne? Die Kleine. Aber als Santo die Macht im Schattenreich an sich riss, wurden wir alle in Wesen der Finsternis verwandelt. Ja, die Viecher, ne? Geil. Das ist ein ekelhafter. Nee, ich mach keine Lore-Videos. Socius. Er verfügte über riesige Kräfte, die stärker waren als die Magie unseres Volkes. Und ohne die Hilfe dieser Kräfte konnten wir das Schattenreich nicht mehr betreten. Oh, das Zähnchen. Ja, die hat so einen kleinen Reißzahn. Aber eine der Legenden meines Volkes erzählt eine interessante Geschichte. Uns war es zwar verboten, in die alte Heimat zurückzukehren, aber ein Weg blieb offen, der Schatten und Licht verbindet. Man sagt, dieser Weg führe über eben jenen Schattenspiegel und die Göttinnen vertrauten ihn den Wächtern von Hyrule an. Nun, Santo ist mit Sicherheit irgendwo im Schattenreich. Oh. Und du wirst ihn doch sicher mit ihr zusammen suchen, oder? Mit mir zusammen suchen. Oh. So süß. Ja, da freut sie sich. Ich mag Midna mittlerweile. Am Anfang hat sie mich ein bisschen genervt, aber jetzt finde ich sie ganz niedlich und nett. Oha. Ich verwandle mich mal lieber, dann geht's schneller. Einfach mal in der Wüste buddeln. Vielleicht finden wir ja was. Ich finde das sehr praktisch, dass wir uns jetzt immer verwandeln können. Oh, oh, oh. Oh Gott. Diese Viecher für... Also Kischt. Oh, guck mal da. Geht sogar. Die Rubine. Immerhin. Kawaii-Augen. Auf den Baum anpinkeln. Einmal markieren, bitte. Ja! Mistviecher. Ihr macht mir keine Angst. Oh, sind ja irgendwelche... Saugwürmer. Oh Gott, oh Gott. Oh, guck mal, diese Blumenvasen, die fliegenden Blumenvasen, die kennt man auch aus jedem Zelda, ne? Wird so lustig. Oh Gott. Geld. Klar. Gleich nicht mehr. KCP ist dabei. KCP.
Danke für dein Resub. Bist auch mal wieder da. Moin. Jetzt mache ich gleich Schluss, Leute. Tut mir leid. 9 Stunden war echt genug heute. Nächste Woche gerne wieder. Aber nicht so lange dann. Oder, ja, mal gucken, weil Lia und Vicky sind ja arbeiten. Wird nicht ganz so wild. Ist halt immer das, wenn die beiden da sind, dann will ich halt auch was mit denen machen, wisst ihr? Wir sehen uns die ganze Woche nicht wirklich viel. Und dann jedes Mal so lange streamen. Ich würde auch echt, wenn ich alleine wohnen würde und keine Freunde hätte, dann würde ich jeden Tag streamen. So ungefähr, ne? Ja, ist so. Hat mir ja nichts zu tun sonst. Sub Hyper. Außerdem macht Spaß. Ich habe schon mal gesagt, streamen macht mir mittlerweile mehr Spaß als YouTube, weil ich halt euch direkt im Chat habe, mit euch sprechen kann. Am Dienstag Division, wenn ich meine neue Grafikkarte habe, Firefist. Ich hoff's. Ich hoff's. Boah, ihr Mistviecher. Haut ab. Da ist eine Eule. Eine Eule. Und Terra Core. 10 Monate dabei. Ne, okay, ich kann mich leider doch nicht hochziehen. Dankeschön, Stera. Ne, Septerra. Was lese ich denn? Und Krankenwagen. Danke, Krankenwagen. Bist du auch dabei? Seit einem ganzen Jahr schon. Meine Güte. Wer hat das letztes Mal im Chat gesagt? Ruga, regst du dich etwa ernsthaft darüber auf, dass Leute in Köln gerettet werden? Nein, mich regt's auf, dass die sich alle gegenseitig immer was tun. Und deswegen die Krankenwagen hier rumfahren. Seid doch mal nett und tötet euch nicht immer, wenn ihr sauft. Oder springt vor die Straßenbahn oder was. Danke, Kekepi. Ja, ich meine, ist ja auch nett. Also, YouTube macht ja auch Spaß. Aber es ist halt so, du sitzt da alleine vor dem PC und laberst und die Leute gucken sich das an und, ne? Ja, es ist cool, aber hier habe ich halt euch alle direkt da und kann mit euch kommunizieren. Wenn ihr irgendwas sagt, dann kann ich drauf eingehen direkt. Bei Kommentaren gebe ich zu, manchmal habe ich da gar keinen Bock drauf oder den Nerv dazu, weil nee. Herr Adel, mach's gut. Ich bekomme nicht genug von der Combo Buga und Zelda. Danke. Kannst du auf YouTube nochmal gucken, die Folgen vorher habe ich alle hochgeladen. Wenn du magst. Lass mich in Ruhe, Viecher. So, komme ich hier irgendwie rein oder muss ich erst killen? Ich habe Plätze nicht dabei, das ist schlecht. Ich hier runter ran. Oh, warte. Au. Nee, nee, nee. Lass mich doch mal kombinieren jetzt. So. Wow. Das war gut. Oh, die Schweine verhauen. Oder reiten. Geil, ich kann die Schweine reiten. Schweinerei. Ey. Die nicht richtig. Wow. Bam. Ich renne jetzt das Tor ein, komm. Die sind cool. Die ragen hier voll rum, die Schweine, guck mal. Na, lauf, lauf geradeaus, bitte. Ja. Schwein gekillt. Damn. Dead pick, though. Hä? Was heißt, ich bin nicht gut darauf anzusprechen? Es geht halt nicht, ne? Also Dark Souls geht heute nicht, leider. PC will nicht. Computer Theft, no. Cool, jetzt habe ich wieder mehr Pfeile. Und Geld. Ich kann jetzt eh 1000. Oh. Muss ich mir keine Sorgen machen erstmal, da ich bald zu voll habe. Die Tasche. Was ist was passiert? No. Es ist was passiert. Daneben war auch noch was, ne? Ach, da ist eine Schweinebacke. Eine Schweinebacke. Oh, wie brav die da jetzt rumstehen. Oh, ich mag auch. Ich mag lieber so einen Keiler reiten als mein Pferd, ne? Danke. Ja, was ist das böser PC? Die ist halt gefreezed, ne?
Ja, ich habe mir eine 980er, aber die hole ich mir auf Raten dann wahrscheinlich, weil... Muss ich halt echt versparen. Ist teuer. Weil wie gesagt, lieber gleich was Gutes. Kostet halt 700 Euro der Spaß. Als dass ich mir irgendwas Mittelmäßiges hole. Davon leuchtet was. Da ist wieder ein Geist. Ich sehe ihn doch. Ich sehe den Geist. Wie sie hier singen. Wie viele Folgen Zelda? Boah, ich weiß es nicht. Aber das sind jetzt von heute bestimmt 10 Folgen. Ich muss jetzt echt täglich Zelda bringen. Was dauert das, ne? Arme Plätze. Oh, schon 22.03 Uhr. Huch, ich höre mir gerade noch den Geist an den Schluss, Leute. Dann speichere ich. Sorry, geht nicht. Anders. Dia muss ins Bett. Oh. Und ich geselle mich dazu. Da komme ich nicht rüber. Wie komme ich denn an den Geist, sag mal? Gib mir doch nicht. Ne, ich komme nicht an den Geist. Pech. Sleep. Wie gesagt, ich lade alles hoch auf YouTube. Ihr könnt euch auch hier die Highlights mit Chat sogar angucken. Ja. Ne? Alles gut. Entgeht euch nichts. Ich gehe noch in den nächsten Bildschirm, weil da wird wahrscheinlich dann auch gleich gespeichert. Das muss ich ja alles nochmal machen. Das will ich ja auch nicht. Da ist der Wolf wieder. Der kleine Wolf ist wieder da. Was hier für Zeug gibt, ne? Ach was, Lia kann alleine pennen und ich stream so lange. Nee. Nee, Jan. Ich will auch ein bisschen kuscheln mit Lia. Ne? Erwachsenen Sachen. Oh, da ist noch ein Geist. Na, Wölfchen. Ach, das ist der. Genau, den habe ich ja schon. Ja, ich streame Sonntag, aber ich muss halt gucken, KKP, weil Computer, ne? Wahrscheinlich nicht alles kann ich spielen. Nacht, Hase. Ach, du bist auch noch da gewesen. Hi. Soll es mal ganz schnell kommen. Zack, 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 ja. Helmspalter, zack. Die Ambrau sagt alles, na. No. Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Fünfte okkulte Kunst, blank. Blank ziehen, ernsthaft. Das ist ein Kinderspiel. Ich kann jetzt nicht blank ziehen. Ja, Uno spielen ganz oft, aufmerksam muss. Es gibt Meister des, solange es halt noch geht, man wird ja nicht jünger. Es gibt Meister des Schwertes in dieser Welt, die selbst gegen Schildattacken und Rundumhieb gewappnet sind. Ich werde dich nun die Kunst des Blankziehens lehren. Nun die Kunst lehren, die dich dazu befähigt, auch mit solchen Gegnern fertig zu werden. Behalte dein Schwert in der Scheide und warte deinen Gegner, ohne ihn anzuvisieren. Ziehe dann mit A dein Schwert, noch bevor der Gegner deine Bewegung heraushören kann. Hä? Unvorstellbar, oder? Diese Technik nennt man blank ziehen. Also dann versuch's mal. Also das Schwert stecken lassen und dann... Ah, okay. Nach Thomas! Nun, das war der Schlag. Okkulte Technik erlernt. Oh, cool. Ist sie auch manchmal blank. Ja, wie gesagt, morgen sind wir in Düsseldorf, Leute. Im Zack. Im Kulturzentrum. Ich weiß gar nicht, was es genau ausgeschrieben heißt. ZAKK. Können wir mal vorbeigucken. 19.30 Uhr ist, glaube ich, Einlass. Oder 19 Uhr ist Einlass. 19.30 Uhr geht's los. Und ja. Da gibt es dann Spaß, Kultur aus der Konsole. Das ist echt gut. Macht Spaß. Nette Leute sind da. Der Trant von PlayStation, der Wolf Speer von PlayStation und wir. Oh ja, komm her. Gib mir deine Seele. Nam. Och, da gibt es schon ein paar Plätze. Das ist nicht so voll dort, aber es ist immer schön. Ich fand es immer schön. So. Rutschen und wedeln. Das wollte ich kaputt machen. Gut, Leute, dann habt noch einen schönen Abend. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Morgen streamt der Wiki übrigens. Von 12 bis 16 Uhr. Ist zumindest geplant.
Könnt ihr auch mal vorbeigucken. Vielleicht spielen wir noch eine Runde Solvarium, liegt an Vicky, ne? Alles klar. Habt einen schönen Abend und schlaft gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke, dass ihr da wart. War ein schöner Tag. Schöner Streaming-Abend.